Autoren. Vor allem dank seiner Kurzgeschichten und Kolumnen. Ohne Geschichten sei der Mensch nicht überlebensfähig, so seine Überzeugung. Gestern Abend hat der Meister der kurzen Sätze das Wortreich in Glarus bis auf den letzten Platz gefüllt. Und auch Carla Leutzinger hat sich diese seltene Gelegenheit nicht entgehen lassen. Die Lesungen in Buchhandlungen sind seltener geworden. Noch seltener als die Buchhandlungen selbst. Humorvoll, tiefgründig und philosophisch. Der Peter Bichsel regt im Wortreich zum Nachdenken an. Die Lesung kann beginnen. Dieses Jahr ist der Solothurner 80 geworden. Heute ist er mehr am Vorlesen als am Schreiben. Ein weiteres Buch von ihm wird es kaum mehr geben. Wenn mir noch etwas in Sinn kommt, dann schreibe ich es auf. Vielleicht gibt es noch eins, aber es muss jetzt nicht mehr sein. Sondern jetzt die anderen. Es gibt wunderbare junge Autoren. In unserer Zeit, ich würde sagen, es hat noch nie so viele gute, junge Autoren gegeben in der Schweizer Literatur wie heute. Wissen Sie, Bichsel? Der Peter Bichsel ist ehemaliger Lehrer und Politiker. Sogar Bundesratberater war er. Nur Schriftsteller ist er bis heute geblieben. Mittlerweile lässt er aber auch das Rentnerleben zu. Was machen Sie jetzt, wenn Sie nicht mehr regelmässig schreiben tun? Ja, das ist eine gute Frage. Ich stehe auf und koche mir ein wunderbares Essen und esse das. Und lese und verbringe den Tag. Und gehe gegen oben in die Beiz zum Appetitiv, wie die Nobel sagen. Ich gehe nicht zum Appetitiv, ich gehe echt für etwas zu trinken. Hier eine Geschichte. Ein Aperitif hat es im Wortreich zwar nicht gegeben. Dafür eineinhalb Stunden Peter Bichsel und seine gesammelten Kolumnen. Und die sind bei den Zuhörern immer noch sehr gut angekommen. Was ich am Bichsel liebe, sind seine tiefgründigen, heiteren, philosophischen Geschichten. Oft sehr skurril, immer mit viel Lebensweisheit und eigentlich zum Schmunzeln und zum Lachen. Der Peter Bichsel ist ein leidenschaftlicher Geschichtenschreiber. Über seine eigene Geschichte macht er sich aber auch mit 80 um Gedanken. Nein, das ist gar nicht meine Hand. Ich lasse laufen, das Leben. Ich lebe gern. Das Leben macht mir Spass, ich habe Freude daran. Es geht mir auch gut. Das lebt. Solange es so bleibt, wird er weiterhin seine Texte vorlesen. Alt wird nämlich nur er. Seine Geschichten sind zeitlos. Ich könnte es auch vergessen haben.